Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder beim Jeremias Hartmann in der Werkstatt und hier vor dir steht deine neue 85 Zoll Extra. Genau, ja, die hatte ich vor ein paar Tagen in Erstflug und wir haben ja schon im letzten Video, wo wir hier gemacht haben mit den Radschuhen, das habt ihr bestimmt gesehen. Wenn nicht, schaut euch das mal an, das ist relativ interessant, aber erst wenn ihr das Video angeschaut habt. Genau, wird da oben verlinkt. Auf jeden Fall haben wir da eine Frage gestellt gehabt, ob ihr Interesse hättet zu sehen, wie man Schnellverschlüsse nachrüsten kann bei alten Extreme Flight Modellen. Wie gesagt, das ist jetzt meine neue. Es gibt immer noch Modelle von Extreme Flight, die haben keine Schnellverschlüsse. Finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm. Man muss halt ein bisschen mehr schrauben. Mhm. Fliegen tun die genauso gut, haben auch innen schon das ganze Carbon-Schnickknack drin. Ob man es braucht oder nicht, sei dahingestellt. Aber man kann es natürlich nachrüsten, wenn man möchte. Das ist ein bisschen komisch, weil die Extra ist ja eigentlich gar nicht viel älter als die Slick, die hinter uns steht. Ja. Aber trotzdem haben die wahrscheinlich schon so viele Chargen von dem Flieger produziert, dass die da bisher einfach noch keine Schnellverschlüsse drin verbaut haben. Und das ist natürlich schade, weil das dauert halt beim Auf- und Abbau schon 5 Minuten länger, würde ich sagen. Und gerade mal, wenn es, also wo ich finde, wo die Schnellverschlüsse, klar, natürlich ist es bequem, wenn man die hat, das ist cool. Aber wo ich finde, wo es wirklich viel ausmacht, ist, wenn es zum Beispiel voll anfängt zu pissen. Du stehst ja auf dem Platz und plötzlich von jetzt auf nachher, man kennt es, Regenschauer, alle Flieger stehen im Regen, alle panisch rennen rum, treten über Sachen und holen die Folien raus und so. Und da bist du halt mit so einem Flieger mit Schnellverschlüssen, gehst du einfach hin und machst fertig, abgebaut. Absolut. Und hier musst du halt deinen Schraubenschlüssel suchen, deinen Imbusschlüssel suchen, du musst die Schrauben rausdrehen, du musst da irgendwie die Flächen einpacken und so. Und bis dahin habe ich schon dreimal alles im Auto. Und das ist halt schon cool. Und natürlich einfach auch so, weil es einfach, ja, es geht einfach schneller, es ist nicht so ein Pain, du brauchst nicht dein Werkzeug. Du brauchst halt kein Werkzeug, das finde ich immer. Du stehst nachher am Flugplatz und im dümmsten Fall hast du halt keinen 2,5er Imbusschlüssel dabei und dann ist halt schon blöd. Dann ist halt schon blöd, genau. Und deswegen wollen wir euch heute zeigen, erstmal, wie sehen die aktuell die Schnellverschlüssel bei Extreme Flight aus, das zeigen wir euch gleich. Und wie können wir sowohl in der Kabinenhaube, in den Flächen und am Höhenleitwerk das so umbauen, und das ist echt nicht schwer, eigentlich, dass es halt einfach schneller geht und dass man eben auch bei diesen alten Fliegern Schnellverschlüsse nachrüsten kann. Oder was heißt alten Fliegern? Bei der alten Version sozusagen. Genau. Also gemacht habe ich es zum ersten Mal eigentlich bei meiner AJ Laser von Krupp Modellbau, wird die vertrieben, mit 2,60 Meter. Da hat es mich auch genervt. Alle Jungs hatten schon Schnellverschlüsse, ich hatte keine. Und dann habe ich mich halt abends mal hingesetzt, habe ein bisschen rum und um überlegt und dann mit Magneten und ein bisschen rumgespielt und am Ende hatte ich halt coole Schnellverschlüsse, die haben mega funktioniert und ich glaube, genau so machen wir es jetzt hier auch. Wir haben also auch schon mal hier vorbereitet, eine Seite vom Flieger ist schon fertig und die andere Seite, die machen wir jetzt zusammen und zeigen euch, was man alles braucht und wie es funktioniert. Yes, let's go. So Leute, jetzt stehen wir hier vor meiner Slick. Im letzten Video mit Jerry haben wir schon drüber diskutiert, dass ich das Ding baue. Hat sich jetzt so ergeben, dass ich es nicht ganz selber gebaut habe, sondern wie ihr in dem Video gesehen habt, wo wir die Slicks gebaut haben, hat der Chris da sehr, sehr viel dazu beigetragen und hat es auch sehr schön gemacht. Wie wir sehen, ist jetzt hier der Rumpf-Innenausbau eigentlich fast fertig. Da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, der Magnetschalter muss noch rein, aber sonst ist eigentlich, Tankanschluss haben wir auch noch nicht, aber so, sonst ist eigentlich schon mal alles ziemlich geil verlegt und ziemlich geil gemacht. Wie gesagt, da nochmal danke an den Chris, der das wirklich wunderbar da reingeschraubt hat. Und heute soll es ja wie gesagt um die Schnellverschlüsse gehen, die ja bei den neuen Extreme Flight Fliegern sind die ja schon am Start und sind ja schon mit dabei. Und wir wollten euch einfach mal ganz kurz zeigen, wie die da aussehen und wie das da gemacht ist. Und das nachher vielleicht vergleichen mit der Lösung, die wir jetzt bei der Extra reinbauen. Und im Endeffekt ist es ganz einfach. Wir haben hier die Fläche, das sieht man einmal hier, wenn man da mal reinguckt. Wir haben hier einmal die Fläche angesteckt. Von der Fläche kommt hier diese kleine Nippel. Vielleicht ziehst du die mal ein bisschen raus. Genau, dann können wir mal zeigen, wie das funktioniert. So, da ist hier dieser kleine Nippel, der da an der Fläche dran ist. Den kann man auch verstellen, den kann man rein und rausdrehen. Je nachdem, wenn man jetzt hier zum Beispiel wie ich Filzen macht, dann muss man den halt ein bisschen rausdrehen, dass es wieder passt. Dann steckt man die Fläche einfach an. Genau, dann hat man hier diese Mechanik. Dann drückt man einfach nur den Hebel runter. Der schnappt da rein. Dann ist hier so ein kleiner Stift, der dann hier rauskommt. Und den muss man auch wieder reindrücken, um dann den Hebel wieder aufzumachen. Genau, das ist der Schnellverschluss an der Fläche. An der Haube ist es auch ziemlich cool gemacht. Da haben wir einfach nur diese aus Carbon gefrästen Hebel hier, die hier innen nochmal, genau da drüben sieht man es vielleicht ganz gut, die hier innen nochmal so drin sind und sich hier so rein und rausfahren. Zack. Und wenn man die Haube drauf machen will, dann steckt man die einfach drauf, guckt, dass die alle hinten sind. Genau. Die müssen vorne
vorne sind, genau, so rum. Und macht dann hier einfach zack und zack und dann ist die Haube zu. Am Höhenruder finde ich es eigentlich auch ganz cool gemacht. Da hat man hier hinten, genau da, hier diesen Nippel, genau den hier. Den zieht man einfach raus, schiebt ihn rüber und dann kann man hier auch ganz normal das Höhenruder rausmachen. Und beim Reinmachen genau das gleiche, man schiebt es drauf, nimmt den Nippel, packt ihn darüber und fertig, drin ist das Höhenruder. Und das ist eigentlich echt cool gemacht. Bei Skywing ist es ein bisschen anders gemacht. Und ja, jetzt zeigen wir euch, wie wir das machen. So, wie wir gerade schon gesagt haben, haben wir ja eine Seite von der Extra schon umgebaut. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie das so funktioniert. Genau. Man steckt den Flügel ganz normal dran. Jetzt müssen wir uns hier erstmal die Übersicht verschaffen, dass man das hier mal checkt. Also, erstmal, hier ist ein Stein, den feiere ich, den habe ich auch eingebaut. Das ist richtig cool, weil dann braucht man nämlich nur noch einen Empfänger. Mach diesen Stein dahin, brauchst einen Akku und dann steckst du einfach hier das Ding ein. Das geht direkt in den Empfänger als Stromversorgung. Die Servos werden mit 8,4 Volt versorgt und man hat sich viel Gewicht gespart, weil das ist halt mit einem Akku zu betreiben und ist cool. Ja, man muss halt auch nicht groß Akkus laden immer. Genau, Flügel ist eingesteckt. Das heißt nicht Stein, das heißt eigentlich Safety Switch Pro. Genau. Und den gibt es auch als Doppelstromversorgung, dann als Twin-Bud. Eigentlich echt eine mega coole Geschichte, gerade auch für 2,60 Meter oder 3 Meter Flieger oder auch Segler. Und Jets kann man überall einbauen. Und in Kombination mit dem Multiplex Magnetic Switch haben Sie jetzt die Möglichkeit, nein, Spaß. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Also erstmal, wie ist denn original gemacht? Original sind ja hier einfach Schrauben von oben durch, ne? Das sieht man hier, da, das ist mega nervig, weil die Schrauben fallen nämlich immer vom Schlüssel runter. Da gibt es zwar auch einen Trick, wenn man da einen Spritschlauch auf die Schraube draufklebt, dann kannst du deinen Stift oder deinen Imbus von oben durchstecken und dann fällt die Schraube nicht rein. Aber trotzdem mega nervig. Das eine Schraube ist hier und die andere Schraube ist... Da ist nur eine. Da ist nur eine Schraube. Ja. Bei 2,60 Meter sind immer zwei Schrauben. Und das ist nämlich auch was, wenn es dir halt eine Schraube rausvibriert, ist dein Flügel weg. Richtig. Ich finde es immer nicht so gut. Deswegen, ich zeig's euch jetzt. Ich habe jetzt die Schraube ersetzt durch einen Metallpin. Zeig mal her das Ding. Warte, wir zeigen das mal im Close-Up. Oh, jetzt ist es scharf. Ja, okay. Das ist ein Pin. Das ist ein Ersatzteil von Skywing. Also genau den benutzt Skywing auch. Man kann natürlich auch irgendwie eine M4-Schraube nehmen mit einem Schaft, eine Schaftschraube und dann unten das Gewinde abschneiden. Dann hat man auch das, theoretisch, dann kostet es gar nichts. Oder man kauft sich die Ersatzteile, funktioniert. Und dann haben wir jetzt hier einen kleinen Holzkasten gebaut mit einem Magnet, der versenkt ist. Ja. Und jetzt wird hier einfach nur der Stift reingesteckt. Und dann macht es einmal klack. Und dann muss man den Flügel andrücken. Zack, und dann macht es klack. Und jetzt ist der da drin. Geil. Und da wir schon so ein bisschen sicherheitstechnisch immer, ja, wir sind jetzt keine Sicherheitsfanatiker, aber wir gucken ja schon, dass es funktioniert und doppelt hält besser. Deswegen habe ich vorne noch was gemacht. Und zeig zwar. Das mal im Close-Up hier auch, genau. Das ist einfach ein 2 mm Federstahldraht. Gewogen. Genau, jetzt ist hier eine Führung drin. Und der Torsionsbolzen ist gefüllt mit Holz und dann durchbohrt. Und jetzt stecke ich das einfach da rein. Zack. Und wenn jetzt die Haube drauf kommt, kann der auch nicht mal nach oben weg. Das heißt, doppelte Sicherheit. Vorne ist fest, Mitte ist fest. Der Flügel kann auf jeden Fall nicht mehr raus. Und es geht ratzfatz. Wenn du jetzt den Flügel abbaust, zeig mal, wie schnell das geht. Zack, sie stehen raus. Zack, sie stehen raus. Fläche weg. Fertig. Und genau das zeigen wir euch jetzt, wie man das baut auf der anderen Seite. Aber wir können mal ganz kurz noch zeigen, wie die Haube jetzt drauf kommt. Genau. Gleiches Thema. Das ist das Häubchen. Zeigen wir es auch mal kurz von unten. Normalerweise ist hier eine Einschlagmutter drin. Ja, die immer rausbricht irgendwann. Ja, und man muss halt echt immer schrauben. Und gerade bei dem Flieger ist echt ungeschickt, weil man hier von Fläche nach oben eigentlich keinen Platz hat, zum hier gescheit schrauben. Weder mit dem Schraubenzieher, dann bleibt man da irgendwo hängen, noch mit einer Rändelschraube. Ist echt ein bisschen ungeschickt. Deswegen auch wieder einen Pin. Wir haben hier die Einschlagmutter ersetzt durch einen richtig starken Neodym-Magneten. Wie heißt der? Neodym. Neodym. Ist das auch. Okay. Ist einfach ein sehr starker Magnet. Und dann also wenn ihr einen sehr starken Magnet einkaufen wollt, dann gibt im Internet einen sehr starken Magnet. Dann kommt ein Neodym-Magnet. Genau. Und dann wird der Pin einfach durchgesteckt und hält. Ja. Also das zeigen wir euch jetzt auch von außen nochmal. Genau, wie es aussieht. Eingehakt. Hinten hat die ja eh schon Schnapper. Genau, da sind ja hier diese... Wie jede kleine Schnapper, extra auch. Aber das würde ich halt nicht machen, wenn du einen Verbrenner eingebaut hast. Nur diese Schnapper, das ist echt nicht gut. Ich glaube, du musst auf der Seite filmen. Ja, wir können mal kurz rüber.
Hier ist übrigens der WD3P, von dem wir es letztes Mal hatten. Der hat auch ein Upgrade gekriegt. Und zwar ist der jetzt einfach ein Stuhl. Wie krass. Setz dich mal drauf. Hast du es einfach von dem Schreibtischstuhl abgesägt, oder? Ja, weil ich hatte immer einen Stuhl und einen Staubsauger und die hatten genau die gleiche Höhe. Das macht ja keinen Sinn. Weil man sitzt okay. Ja bestimmt schon oft eigentlich so auf dem Staubsauger. Und jetzt kann man das so zwischen die Füße nehmen, kann hier dremeln und stand eine saubere Sache und man sitzt sehr bequem. Unser Transformer. Ja. Okay, also hier zeigen wir jetzt einmal, wie das aussieht. Ja. Anstatt Schraube nehmen wir jetzt einfach den Pin. Zack. Fertig. Und der hält jetzt auch, weil nämlich der Nydym-Magnet da drin echt stark ist. Und das hat auch ein bisschen Reibung, also das bewegt sich nicht raus. So. Genau. Das muss ja nur nach oben weg. Und außerdem haben wir ja hinten auch nochmal die Schnapper. Also wir haben hier einen Quick-Tipp nach dem nächsten. Und zwar jetzt erstmal ganz kurz das Höhenruder vielleicht. Dass wir das einmal abgehakt haben. Und zwar, das kennt man ja, das ist eigentlich gang und gäbe bei zum Beispiel Krill- oder Carve-Modellen. Glaube ich, bei Krill vor allem ist es eigentlich original so. Mhm. Ja, immer. Und warum soll es, wenn es bei einer 3 Meter extra nicht funktioniert, warum soll es dann hier nicht funktionieren? Ja? Richtig. Also das wird einfach hier verschraubt auf der einen Seite. Man kann es auch einkleben. Aber wenn da mal was kaputt ist, kriegt man es halt nicht mehr raus. Richtig. Das ist mega ungeschickt, deswegen würde ich es immer auf beiden Seiten schrauben. Und also dann du hast im Endeffekt ganz kurz, das muss einmal festhalten, du hast im Endeffekt einfach ein Loch durchgebohrt, genau. durch das Holz und durch die Steckung also an der Stelle. Es ist ganz wichtig, bevor man das alles macht, muss die Stelle von innen verstärkt werden. Das muss man machen, bevor man die Servos einbaut, beziehungsweise man kann die Servo wieder ausbauen und dann kann man hier von innen verstärken. Irgendein Holzklötzchen rein und ein bisschen mit Harz, dass es halt da einfach ein bisschen stabiler wird. Und dann muss man alles an Rumpf festmachen. Das kann man dann auch mit den 4 Schrauben, wie im Original, verschrauben, dass man die richtige Spannung hat. Dann wird von unten gebohrt, dass man genau das Loch trifft. Und die Steckung trifft. Genau, man muss halt die Steckung treffen, das ist sehr, sehr wichtig. Sonst ist es doof. Absolut. Und am besten auch die Länge messen. Ich würde nämlich jetzt nicht irgendwo hier das Loch bohren, weil das schwächt das Rohr ja schon in gewisser Weise, deswegen immer eher außen. Und genau, wenn es dann hier verstärkt ist und die Löcher passen, dann klebt man einfach von innen eine Einschlagmutter rein. Warte mal, wir gucken. Man kann das auch noch mal viel hübscher machen. Ja, das sieht man schon ein bisschen. Ja, man sieht es schon. Man kann es noch hübscher machen. Ich habe es bei der Grill habe ich es ein bisschen schöner gemacht. Da ist dann wirklich ein Holzklotz drin mit einer Einschlagmutter. Hier muss es schnell gehen. Aber es ist eine M3 Einschlagmutter drin, wo man dann nachher von unten dann die Rändelschraube reindrehen kann. Und damit klemmt man dann die ganze Geschichte. Und dann ist nämlich am Rumpf gar nichts mehr geschraubt. Nö, also man könnte die Laschen jetzt auch abschneiden. Ich lasse aber mal dran. Ja, genau. Zack. Brauchen wir jetzt nicht einstecken hier. So. Genau. Dann heben Sie es einmal hoch. Genau. Ja. So. Und dann kann man nämlich von unten sehen, wie das Ganze gemacht wird. Da kommt hier einfach die Schraube rein. Und dann schraubt man halt. Man kann die originale Rändelschraube nehmen und die kürzen. Ich habe jetzt tatsächlich einfach eine andere Rennschraube da. Ich habe hier noch so einen Gummiring drunter gemacht, so einen O-Ring. Dann schraubt man halt einfach statt 4 Schrauben, schraubt man halt nur noch eine Schraube. Ne? Genau. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn da jemand drücken würde, wobei jetzt funktioniert einer frei. Also es ist einfach nur die von unten reingedreht, man braucht kein Werkzeug. Man muss natürlich schon gucken, dass das ein bisschen auf Spannung ist, weil sonst... Ja. Hat man nämlich nachher das Problem, dass wenn das Höhenruder so angeschraubt ist, dass es dann in der Achse wackelt. Und da wackelt jetzt gar nichts. Und da wackelt halt gar nichts. Das ist richtig schön stiff da dran, genauso wie es sein muss. Und dann gleich der nächste Quick-Tipp. Heb nochmal ganz kurz hoch, das finde ich voll schlau. Dein Rädle ist ein bisschen dreckig, aber das kann man einfach ignorieren. und zwar hier, da bei Extreme Flight ist es ja immer so gemacht. Warte mal, machen wir mal schön scharf. So. Dass die Führung von der Anlenkung vom Rad ist hier immer in so einem Kugelkopf drin, hinten mit so einem Draht. Und das scheppert halt immer, weil dieser Draht hat natürlich ein bisschen Spiel in dem Kugelkopf. Und wenn ihr das weghaben wollt, dann nehmt einfach einen kleinen Schrumpfschlauch, steckt den da drüber, schiebt den in diese Kugelkopf rein und klebt den am Kugelkopf mit einem Tropfen Zacki einfach fest. Und jetzt bewegen wir das Seitenruder. Yes. Da klappert gar nichts mehr. Also da ist jetzt auch keine Luft mehr, das scheppert nicht. Das hat sich richtig aufgeschwungen, weil der Draht halt auch hinten echt mega lang ist. Den braucht man auch, aber naja, jetzt ist echt gut. Ja, das Shepard-Thema ist eh so ein Thema, sag ich mal. Also das kann man ja schon, da kann man ja viel machen. Auch ja, das Filz an den Flächen hängt. Das können wir jetzt auch mal schon zeigen, was wir da gemacht haben. Ja.
Da können wir jetzt noch einen Quick-Tipp zeigen. Der Stobi ist gerade hier fast vom Glauben abgefallen. Der hat sie nämlich ein Jahr lang. Ich hatte das nämlich auch mal genau so. Und zwar bei meiner 95 Zoll extra. Und da ist ja das Problem, dass ja das Steckungsrohr ja immer an der einen Seite dran bleibt. Also jetzt hier. Was ja eigentlich cool ist, weil dann muss man diese Seite nicht wegschrauben, ja. Genau. Und wenn man jetzt die Tasche nimmt, die originale, und man steckt das da rein, dann hat man ja das Problem, dass das nicht mehr zugeht. Ja, also ich für meinen Teil, ich habe das jetzt einfach hier geschlitzt und habe das so gemacht. Und der Stobi hat es einfach offen gelassen, ein Jahr lang. Noch ein Quick-Tipp von Stobi. Man kann die Schraube hier einmal wieder reindrehen. Ja. Dann verliert man sie auch nicht mehr. Ja, das weiß ich sogar. Geil. Back to business. Back to business. Einmal Filz. Apropos Sheppern, genau. Da gibt es hier so Klebefilz, das kann man sich bestellen. Klebt man auf die Flächen, aufs Höhenruder, auf die Motorhaube, auf die Kabinenhaube und dann hat man nicht mehr das Problem, dass es irgendwo scheppert. Genau. Und vor allem hat man auch keine Druckstellen mehr am Rumpf. Ja. Das ist halt auch so ein Thema. Noch ein Shepper-Thema bei Extreme Flight. Wir beide haben uns Gabriel-Kugelköpfe gekauft. Ja gut, das ist aber nicht nur ein Shepper-Thema, das ist vor allem auch ein Spielthema. Wenn man investiert in teure Servos, zum Beispiel hier in dem Fall Hightech 9381, ein Mega-Servo, wenig Spiel, viel Kraft und so weiter. Und dann baut man hier diese billigen Extreme Flight Kugelköpfe rein. Und das ist halt voll kacke, weil die haben nämlich Spiel bis nach Holland und wieder zurück. Mhm. Also diese Kugel von den Extreme Flight Kugelköpfen, die sind echt scheiße. Und muss man leider so sagen. Und deswegen haben wir in dem Fall hier von Gabriel, haben wir hier Kugelköpfe geholt und die haben einfach gar kein Spiel. Nee, die sind mega stabil. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Made in Germany, Top-Qualität, keine Luft. Ja. Und das ist auch not sponsored, das ist einfach geil. Das machen wir eigentlich bei allen Modellen, oder? Ja. Also ich mache es eigentlich schon immer so bei den Extreme Flight Fliegern. Bei Extreme Flight auf jeden Fall. Tatsächlich muss ich sagen, bei Grupp Fliegern sind bessere Kugelköpfe dabei, da habe ich tatsächlich noch nie was umgebaut. Da und was auch Original viel drin. Hilft, wenn man hier die Servoschrauben, diese silbernen Servoschrauben ersetzt. Du hast die Originalen drin, oder? Nee. Hast du auch nicht die Originalen drin? Weil das finde ich nämlich auch super, da gibt es nämlich diese silbernen Servoschrauben, indem man das Servo in dieser Halterung festschraubt. Die gibt es nämlich als Kreuz, Original, Kreuzschlitz, total scheiße, die gehen immer kaputt. Ja. Und es gibt die auch als, Achtung, es gibt die nämlich auch als Innensechskant. Das sind die klassischen Servoschräubchen, die landen immer direkt im Tütchen. Sieht man gar nicht. Und die schauen so aus. Und das sind nämlich, ja genau, das sind die geilen, die Innensechskant. Die sind top, die haben schon die Unterlagscheibe unten mit dran und halt mit Sechskant. Du kommst halt auch aus dem Winkel mit dran, wenn du einen Kugelkopf nimmst. Das funktioniert echt mega gut. Extreme Flight Tuning hier. Absolut. Geil, und die gibt's jetzt bald bei Multiplex. Ui. Kleine Spoiler. Schick. Weil die brauchen wir. Leute, es hört nicht auf, geil zu werden. Ich habe gerade beim Jerry gesehen, also man sichert ja immer die oder es macht Sinn, dass man die Servostecker am Empfänger sichert mit Heißkleber im Normalfall. Dann habe ich ihn gerade gefragt, was das hier ist, weil das ist ja schwarz, man sieht's nicht. Es gibt einfach Heißkleber in schwarz. Das wusste ich nicht. Wie geil ist das denn bitte? Damit Heißkleber kann man nämlich übelst geil Kabel im Flieger festkleben. Oder Stecker vergießen. Oder Stecker vergießen oder so Sachen machen. Und das gibt's einfach in schwarz. Also vielleicht ist es für manche so, ja, wusste ich. Aber ich wusste es nicht. Voll geil. Krass. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich im Studio was beibringen kann. Jedes Mal, wenn ich von dir komme, kaufe ich mir so in Amazon irgendwie 80 neue Artikel. Das ist echt schlimm. Oh Mann. Ja, ja gut, genau, ich gehe jetzt mal ums Eck. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Flächenverschluss. Und das Erste, was wir machen müssen, ist ein bisschen rudimentär. Sollen wir einmal den Flieger drehen, dass wir das besser sehen? So, der Jerry, der freut sich nämlich schon, weil er jetzt nämlich gleich fett in seinen Flieger reinschlägt. Jetzt wird's rudimentär. Das Erste, was wir machen müssen, wir haben es ja schon gezeigt, normalerweise ist hier eine normale Schraube drin. Ich nehme jetzt hier ein bisschen eine längere Schraube und drehen wir die da ein bisschen rein. Und damit wir natürlich da unseren ganzen Magnet reinkriegen, muss erstmal die Anschlagmutter raus. Richtig. Wie geht die Anschlagmutter am besten raus? Indem man draufhaut. Zack. Das war's schon. Jetzt muss man da ein bisschen verstehen. Ist immer gut, wenn man das ganz reindreht, das Gewinde. Wo ist sie? Nein! Ist doch runtergefallen. Scheiße. Klassiker. Und genau hier nervt ist extrem, dass ich Extreme Flight mit Carbon mache. Man schnippelt sich halt so schnell einen Finger auf. Ja, und das ist auch genau die Stelle, wo übrigens die Schraube normalerweise hinfällt, wenn man die Fläche normal anschraubt. Come on! Ich mach meinen Cut.
Jetzt fangen wir mal an. Ich habe hier alles schon so ein bisschen vorbereitet, was wir alles brauchen. Der Stubi hat da, glaube ich, auch ein Close-Up gemacht. Das blendet ihr jetzt ein, dann seht ihr, was wir brauchen. Das tut ihr. Genau, sehr gut. Zuerst büchsen wir mal kurz da unten so ein bisschen das Loch aus. Das kann man jetzt mal schön zeigen. Das Loch hier unten, wo die Anschlagmutter drin ist, das hat jetzt außen... Drin war. Das hat jetzt außen 6 mm und da hätte jetzt ein 4er Bolzen einfach ein bisschen Luft. Man kann es natürlich auch jetzt mit einem 6er Bolzen alles machen. Wir haben aber entschieden, dass wir mit einem 4er Bolzen arbeiten wollen. Deswegen haben wir jetzt eine kleine Buchse vorbereitet. Aus Messing? Das ist einfach von einem Messingrohr runtergesägt. Genau. Die ist vorne ein bisschen angespitzt und angeschliffen. Und die pressen wir jetzt da unten ein. Und dazu mache ich hier einfach mal ein bisschen Ponal ans Loch. Wenn er will. Also der Ponal dann nicht in der Hülse? Klassiker. Ja, aber das ist nicht schlimm, den kann man ja noch abputzen. Wichtig ist nur, dass hier innen drin ein bisschen Kleber ist. Ich würde es nachher sowieso nochmal von unten, da kommt man nämlich hier von unten hin, man sieht ja hier meinen Finger jetzt, da kann man von unten noch ein bisschen Harz nachher rumschmieren. Ah, okay. Aber ich würde es einfach mal, dass da innen noch was drin ist, würde ich das einfach kurz mit Ponal machen. Man kann da auch Zacki nehmen, dann hat man aber nicht so viel Zeit, das da reinzumachen. Deswegen nehmen wir das so. Und jetzt kommt das Teil da rein. Versenkt. Nicht mehr raus. Das muss halt hier auf jeden Fall eben sein. Ein Schlag noch, glaub. Jetzt ist das hier super plan. Und wenn jetzt von der Seite nachher dann der Flügel kommt, dann gibt es einfach noch von unten eine Führung. Ich putze jetzt hier mal noch so ein bisschen das raus. Da ist noch ein bisschen Ponal im Löchle. So ein Schießbett. Hä? Oh, da ist noch ein bisschen Ponal im Löchle, ne? Mal rausputzen. Ja, Ponal ist ja nichts Schlimmes, ist ja alles gut. Das kann man ja schön hier. Ist ja Wasserbasis. Genau. Step 1 ist fertig und jetzt säge ich mir aus einer Carbonplatte. Das geht auch aus einer ganz normalen Holzplatte. Aber sieht schöner aus, weil alles aus Carbon ist. Und man kann es jetzt auch hier nochmal kurz sehen. Gehen wir nochmal da kurz drauf auf die andere Seite, die schon fertig ist. Mhm. Der ja, sieht halt schon cool aus. Schon ziemlich geil. Und es sieht einfach so aus, als würde es so gehören. Deswegen machen wir das jetzt wieder. Wir schneiden einfach aus einer Carbonplatte. Das ist eine 4 mm beschichtete Carbonplatte. Schneiden wir jetzt ein Plättchen aus und noch ein kleines Plättchen. Bohren ein Loch rein. Und dann wird es da reingeklebt. Und das zeigen wir euch jetzt. So, jetzt haben wir eine Thematik. Und zwar müssen wir jetzt ein Loch, das genau passt, in dieses Hölzle reinbohren, dass die Messinghülse... Dass es nachher hier einfach fluchtet, wenn von oben der Zapfen durchkommt. Genau, wie macht man das? Ja, wir haben jetzt ein bisschen rumüberlegt. Und die einfachste Methode ist, man nimmt ein Blatt Papier, faltet es so, dass der Winkel genau zu dem Winkel, der drin passt, da das ziemlich genau 90 Grad sind, machen wir hier einfach 90 Grad Winkel ins Papier. Jetzt legen wir das da rein, so dass es halt hinten genau anliegt. Und jetzt suchen wir einfach hier das Loch. Und da ist das Loch. Und jetzt drehen wir da dran. So. Ja, so. Ein Ikea-Stift, den du bei Ikea geklaut hast. Danke Ikea für diesen wunderbaren Stift. Und wenn man das jetzt hier drauflegt, dann passt es perfekt. Dann passt es perfekt. Und jetzt kann man das da anzeichnen. Und ein Loch einbohren. So, jetzt haben wir es gebohrt und jetzt passt es natürlich perfekt, weil wir es davor angezeichnet haben. Erster Versuch. Wirklich erster Versuch. So rum muss er jetzt eigentlich rein. Jetzt passt es nicht. Doch, es passt perfekt, guck. Geil. Es hat keine Luft. Wunderbar. Und jetzt ist ja das Wichtigste eigentlich noch, dass der Magnet, auch ein Neodym-Magnet, in rund, ein Ring-Neodym-Magnet, warte mal, bis es scharf ist. Ja. Der fluppt da jetzt richtig gut hin. Mhm. Den kann man in Amazon bestellen, eBay bestellen, einfach im Internet unten Nidylmagnet eingeben und dann findet man das. Genau, und wie gesagt, man kann jetzt anstatt der Teile, die haben jetzt hier noch so ein kleines Löchle, hier sieht man das, da habe ich dann noch ein Schnürchen reingemacht, dann kann man das hochziehen. Ja. Man kann aber auch einfach eine Schraube nehmen mit einem langen Schaft, der Schaft sollte dann halt gleich langsam wie bei dem, ich glaube das sind 18 mm, wenn ich das richtig weiß. Und dann tut auch der Kopf hier perfekt, zack, klemmen. Genau. Und dann kostet es halt einfach nichts.
Und da macht man nachher einfach ein Loch durch die Schraube. Genau. Und dann kann man die auch wieder rausziehen mit einem. Und jetzt ist wichtig, man könnte jetzt den Magnet auch einfach hier oben drauf kleben. Ja. Das finde ich aber nicht so cool, weil dann ist es halt nur eine reine Klebe. Ja, da muss man dem Kleber schon gut vertrauen und ich finde es immer besser, wenn das einen Formschluss hat. Und deswegen, das ist ein 10er Ringmagnet. Deswegen machen wir jetzt hier noch ein 10er Loch rein, aber nicht komplett, sondern nur so ungefähr, ja, das ist ein 4er Brettle. Dann machen wir so ein, ja, so 2-3 mm tief und dann pressen wir den ein bisschen ein und kleben ihn dann fest und dann hält es für immer. So, wir haben jetzt unsere Brettchen vorbereitet. Das sind jetzt 3 Teile. Das wird jetzt hier dran geklebt. Das kommt so hier hin und dann kommt am Ende alles da rein. Genau, Hintergrund ist ja, weil hier ja nachher die Fläche, zumindest der Stift, die Lasche von der Fläche kommt ja hier genau übers Loch. Der kommt hier übers Loch und dann wird von oben verstiftet, dann hat man oben, das ist eigentlich das Lager und das unten ist dann das Gegenlager und dadurch kann das alles nachher nicht mehr weg. Die Teile werden jetzt hier mit Sekundenkleber fixiert und dann wird nachher alles mit Harz eingeklebt. Das zeigen wir euch jetzt aber gleich. Genau, achso ja, das Loch haben wir vergessen zu zeigen. Das ist jetzt hier mit dem Zehner vertieft und jetzt wird einfach der Kollege nachher da eingepresst und dann kommt da noch Harz drumherum rein und drumherum und dann ist der in die Richtung überall geschützt, kann nirgends mehr hin und ist eine saubere Sache. Aber jetzt kleben wir das mal schön da zusammen. Zum Beispiel für Vollkrumm. Vollkrumm. Den Pulli hast du auch, gell? Ja, ja. Das ist unser, da waren wir mal shoppen. Nächsten Partner-Outfit gemacht. Voll. So, beim Sekundenkleber übrigens sehr wichtig, wenn ich den jetzt direkt aktiviere mit dem Aktivator, dann hält er nicht mehr so gut. Deswegen mache ich jetzt erstmal die zweite Seite da noch dran. Wenn man Zeit hat, dann am besten einmal schön Luft trocknen lassen und erst später aktivieren. Genau. So. Und dann kommt hier noch ein Klötzchen dran. Zack. Ist auch fast wie Aktivator. Hohe Luftfeuchtigkeit. So. Zack, zack. Zack, zack. Jetzt sollte das ganz gut aussehen. Genau. Und der Kasten, der wird jetzt hier reingeklebt. Und dann sieht das Ganze nachher gut aus. Falsch, 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 falsch. Der muss halt nicht dran. Nein, 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 nein. Deswegen überprüft man es nochmal, bevor man hart wird. Feuer. Das hätte jetzt cool werden können. Fast hätte es mich noch reingelegt, ja. Also, nochmal auf Anfang. Im Video sieht immer alles aus, wenn es immer funktioniert. Genau. Aber es tut es nicht. Und dann kommt der Real-Life-Moment. Oder auch der Fuck-Life-Moment wahrscheinlich. Oh man. Jetzt schleifen wir hier innen noch ein bisschen an. An den Stellen, wo nachher das Harz dran soll. Weil wenn es nicht angeschliffen ist, dann hält es da nicht. Mhm. Genau, jetzt wichtig, alles schön anschleifen, bevor man es einklebt. Genau. Und vor allem an den Stellen, wo man es nachher, wo es nachher auch Kontakt hat. Das ist genau da hinten, ungefähr so 3 mm rein angeschliffen. Wenn es jetzt hier dran kommt, dann seht ihr schon, dass es jetzt hier, kann man nachher eine schöne Raupe rumziehen und dann fluppt es nachher einfach einwandfrei da rein. Und jetzt kann man es natürlich auch nochmal kurz kontrollieren, indem man hier nochmal eine Schraube durchdrückt. Aber das sollte wunderbar funktionieren. Genau. Zack. Passt. Ich würde es auch sagen, wir brauchen den Flügel eigentlich gar nicht dran stecken. Weil warum soll das nicht passen? Gut, du hast es auf der anderen Seite auch schon so gemacht. Ich habe es auf der anderen Seite auch schon gemacht. Aber normalerweise ist ja in dem Loch die 4er Schraube. Von dem her, das passt auf jeden Fall. Das fluchtet alles schön. Wenn ihr einen deutlich größeren Keller habt wie ich und nicht so viel Licht, wir haben hier gerade schon ordentlich aufgefahren, dann können wir jetzt noch eine Fläche dran stecken, dann wird das alles nochmal safer. Habe ich auf der Seite damals auch gemacht. Von dem her, ich weiß, dass es geht. Kleiner Tipp noch, wenn ihr die Fläche mit dran steckt, dann macht um die Lasche, die hier reinfährt, einen Tesa rum und trennt es ein mit Trennwachs oder mit irgendeinem Fett. Geht auch Margarine, notfalls, wenn ihr kein Trennwachs habt. Schlimm, aber geht wirklich. Weil sonst kriegt ihr nachher, wenn es dumm läuft, den Flügel nicht mehr raus, weil es da vielleicht festgeklebt ist. Ah, du meinst, dass man die Fläche mit reinsteckt, wenn man es einklebt, ja, damit es auf jeden Fall dann zusammenpasst? Dann funktioniert es auf jeden Fall, genau. Ja, das macht Sinn.
Auf jeden Fall kleben wir den jetzt gleich mit rein. Ich würde aber sagen, wir legen das beiseite, gehen jetzt nach vorne und machen unseren Pin rein. Und dann können wir nachher nur noch einmal Harz anmachen und alles ist gut. Yes. So, jetzt zeigen wir euch mal ganz kurz die Steps für die Vorrichtung vorne. Genau. Die Sicherung funktioniert ja so, dass hier nachher so eine Bautenzugkürze reingeklebt wird. Wie ihr schon seht, ist da oben das ein bisschen im Weg. Und hier sind auch überall Stufen. Oh, ja, oh, oh. Deswegen, hier füllen wir es kurz noch auf mit Balsaholz, dass die Stufen alle weg sind. Und dann wird hier die Hülse eingeklebt. Und dafür muss man natürlich dann hier oben kurz das ein bisschen ausfräsen. Genau, das können wir auch hier kurz auf der Seite zeigen. Und genau. Zwar, wo ist die ausgefräste Stelle? Da. Hier. Ethergeräusch drin ist. So, jetzt haben wir hier die Balsa-Leisten so angepasst, dass die hier perfekt reinpassen. Und hier, genau, warte, ich zeig's mal eben, wo die jetzt was auffüllen. Jetzt mal sieht man das, genau. Da. Da kommt die eine Balsa-Leiste hin. Einfach nur, dass das Bautenzugrohr perfekt aufliegt. Ne? Ja, genau. Genau, jetzt sieht man, wenn ich das so reinhalte, das ist jetzt genau auf der richtigen Höhe. Jetzt tun wir das hier in der Mitte nochmal trennen. Einmal. Und dann wird es auch noch reingeklebt. Und dann ist das eigentlich auch schon fertig. Und dann muss man halt noch den Torsionsbolzen durchbohren. Genau, wenn das dann alles nachher drin ist, dann steckt man den Flügel auch an. Und dann bohrt man direkt durch den Torsionsbolzen durch. Das ist dann nachher eigentlich ganz schlau. Also das zeige ich jetzt eh gleich alles. Weil dann spannt man sich auch ein 2mm Federstahldraht in die Bohrmaschine ein. Schiebt den da rein. Und dann dreht die Bohrmaschine hier unten genau das Loch durch den Bolzen. Da muss man auch nicht ganz durchbohren, sondern nur anbohren, damit man es nachher von Hand mit einem sauberen Bohrer bohren kann. Jetzt schleifen wir das auch noch kurz an hier alles. Mhm. Und jetzt gab es hier gerade noch was Entscheidendes. Und zwar hier muss noch eine Kerbe reingeschliffen, gefeilt oder geschnippelt werden. Die ist nämlich ganz wichtig. Wir zeigen es mal ganz kurz hier bei dem Eingeklebten. Die ist jetzt hier drin. Weil wenn die Kerbe nicht drin ist, dann kann der hier nachher nicht, dann ist der nachher nicht versenkt. Und der muss natürlich ja versenkt sein, sonst geht die Haube nicht mehr zu. So, wir haben jetzt hier den Stängel schon vorbereitet und die zwei Teile, die zwei Bautenzugröhrchen, die sind hier aufgespießt und auch angeschliffen. Aufgespießt. Aufgespießt. Das war das aufgespießt. Und jetzt machen wir nur zum Fixieren hier jeweils ein bisschen Sekundenkleber dran. Weil wenn wir das jetzt alles mit Harz machen würden, dann würde es einfach sehr lange dauern und das müssten wir auch richtig festheben die ganze Zeit. Ein bisschen Aktivator schnabbeln. Das da ran drücken. Wichtig ist einfach, dass das Loch dann nachher dann frei ist. Dass von unten, von außen dann der Bolzen kommen kann. So. Und wenn es dann fest ist, dann können wir den Zipfel da rausziehen. So, jetzt ist es vorbereitet und ich sehe gerade noch, da oben ist das ganz flan. So, wunderbar. Genau, jetzt haben wir alles vorbereitet. Jetzt rühren wir einmal kurz ein 5 Minuten Harz an. Das kann man auch mit 24 Stunden Harz machen, aber ich finde es nicht unbedingt nötig. Dann wird das alles schon reingeklebt und dann ist die Flächenbefestigung schon fertig. So, zum Thema Kabinenhauben, Schnellverschluss. Da ist ja genau das gleiche, da ist auch eine Einschlagmutter drin in der Lasche. Die muss natürlich raus. Die will halt echt gar nicht raus. Irgendwo gibt es eine Zange. Ich hole mir kurz eine Zange. Zack. Zack. Mit einem Mal das macht dir Spaß, gell? Ja. Ja. Ist doch ein schönes Gefühl. Liga zerstört. Geil. Zerstören. Auch hier, dadurch, dass es hier eine M3-Einschlagmutter war, braucht man jetzt gar nichts mehr bohren, weil das Loch ist schon 4. Man muss jetzt nur noch darauf achten, im Rumpf ist ja nur ein 3er-Loch. Deswegen, das muss man nachher noch aufbohren, damit der Bolzen reinpasst. Wichtig, ihr müsst gucken, dass das lang genug ist. Ja? Den Bolzen, den ich da habe, den von Skywing, der ist relativ kurz. Deswegen, wenn ich jetzt den Neodym-Magnet, den kleinen hier, einfach da außen draufkleben würde, dann hätte der keinen Kontakt. Deswegen müssen wir, wie man es hier auch schon so ein bisschen sehen kann,
den Magnet versenken. Und das kann man. Okay. Genau. Ja. Da das jetzt aber ein Quadrat ist, müsste man es jetzt eigentlich ganz schön ein Quadrat rausfräsen. Oder man macht es ein bisschen rudimentärer und nimmt einen Kugelfräser und hält den einfach eine Weile da rein, bis das tief genug ist. Und danach wird er auch schön verklebt. Und genau so machen wir das jetzt. Das ist ja innen, da muss es dann gut aussehen. Ne? Das sieht, glaube ich, echt keiner. Deswegen spannen wir jetzt den Kugelfräser ein. So, unser Kugelfräserergebnis schaut wie folgt aus. Vertiefung drinne. Da kommt jetzt der Magnet rein. Von der Rückseite durchs Loch kommt jetzt der Kollege. Sieht man schon? Ja. Hat den Magnet. Den ziehen wir jetzt hier schön raus. So. Und da wird es jetzt einfach schön eingeklebt mit 5 Minuten Harz. Und fertig ist die... Und fertig ist es. Genau. Fertig ist die Laube. Hier muss man natürlich jetzt noch das Loch, wie schon gesagt, etwas größer bohren auf 4 mm, dass der Stift durchpasst. Aber dieser Haubenverschluss, der ist halt echt in 3 Minuten gebaut. Ja. So, 5 Minuten Harz ist angerührt. Wie schon der Name sagt, haben wir jetzt genau 5 Minuten Zeit und die Zeit läuft. Zuerst machen wir jetzt kurz die Kabinenhaube. Einfach da ein bisschen Harz drumherum. Schön da reinpressen. Es geht halt einfach nur darum, dass der Magnet gut bedeckt ist, ne? Genau, versenkt ist er ja sowieso. Und der kann ja noch nicht weg. Wenn das jetzt hier fertig ist, dann guckt man nur, dass der Bolzen sauber da drin sitzt. Und dann kann man das eigentlich auch schon weglegen. So. So, nächste Baustelle. Das ist jetzt eigentlich das Wichtigste. Ist hier das hier, genau. Da machen wir es aber auch. Wie machen wir es denn? Das musst du mir sagen. Ja, wir machen jetzt zuerst hier ein bisschen ins Löchle. Da. Das ist so ein Corona-Stab, an dem ist kein Corona-Stab. Wäre schlau eigentlich jetzt, gell? So ein Corona-Stab zu haben. Eigentlich gar nicht so dumm. Haben wir aber nicht. Also im letzten Video haben wir uns mit Italienern angefreundet. Heute freunden wir uns mit Corona-Testzentren an. Da hoffen wir ja auch mal, dass es langsam mal vorbei ist. Ja. So, jetzt kommt wieder der Magnet rein. Eingepresst. Da ist jetzt halt wichtig, dass in dem Loch von dem Magnet jetzt nicht unbedingt Harz reinläuft, ne? Genau. Zack. Der muss auch schön versenkt sein hier. Und genau das, was der Stubi gesagt hat, was nicht passieren sollte, das ist jetzt passiert. Und jetzt... ist ein Seber. So, kann man sich hier so ein Ding zwirbeln. Wie beim Ohrenputze. Genau. Jetzt reißt man das da hinten ab. Dann ziehen wir das einmal da durch. Und dann ist da kein Harz mehr. So, jetzt machen wir ein bisschen was noch drum rum. Normalerweise macht man das jetzt auch auf zweimal. Aber wir sind ein bisschen unter Zeitstress, weil unser Kameramann zu einem Geburtstag muss. Mhm. Das ist wichtig. Und jetzt werden alle Stellen, die haften müssen, einfach ein bisschen mit Harz bestrichen. Hier. Zack. Und jetzt prima natürlich auch auf der Seite. Müsst auch genau aufpassen, wo ihr jetzt hinfasst. Ey, in dem Moment, wo ich sage, ihr müsst aufpassen, wo ihr hinfasst, schmier ich mir einfach Harz an den Finger. Das gibt's nicht. Hab's gerade auch gedacht. Absolute Klassiker. Normalerweise zieht man auch Handschuhe an. Ach ja. Und die Stellen, wo wir vorhin mit Sekundenkleb festgemacht haben, die werden natürlich jetzt auch wieder noch ein bisschen bedeckt. Und dann sollte das absolut gut halten. Jetzt kommt hier der Pin rein. Jetzt müssen wir schauen. Ist der wirklich im Loch? Ist? Hätte man vielleicht doch vorher reinschieben sollen, den Pin. Wahrscheinlich hätte man das machen sollen. Oh. Der will nicht. Oh. Achtung, Gefahr. D-Max. Jetzt machen wir das einfach schnell und schieben da noch kurz eine Falle rein. Manchmal muss man einfach handeln statt denken, ne? Absolut. Das Einzige, wo ich jetzt ein bisschen Schiss habe, ist echt... Dass du den Pin mit einklebst? Ja. Hm. Ihr wisst alle, wie es ist. Jerry ist gerade so im Stress. Ja, 5 Minuten Harz, deswegen, ich arbeite echt gerne 24 Stunden Harz, da hat man einfach ein bisschen mehr Topfzeit. Ja. Trennwachs,
Jetzt wird einfach der Pin hier volles Rohr eingedrängt. Ich leg da einfach so eine richtig dramatische Musik drunter. Ja, mach das bitte. So, jetzt passt der Pin. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir überhaupt noch genug Cards haben. Mhm. Sollte passen. Sieht gut aus. Und jetzt muss der Pin hier mit rein. Dass es wirklich in das Loch reintrifft. Das wäre nämlich blöd, wenn es einklebt und dann merkt, dass der Pin nicht passt. Das ist genau, das sieht gut aus. Jetzt muss da noch. Ich würde jetzt einfach noch überall ein bisschen drumherum machen, oder? Ja, ja, schmier ruhig noch ein bisschen. Wenn man da dreht, dann gibt es hier einen Tropfen. Schön verteilen, genau. Sehr schön. Das war nicht viel genug. Wir brauchen noch was. Oh, das ist zu viel. Das war nicht viel genug. Das war nicht viel genug. Was ist das? Ja, da geht in die Geschichte ein. Ja, ich glaube. Da vorne kann man auch noch Tröpfchen machen. Wir haben da vorne ja auch noch was, was wir verkleben müssen. Deswegen müssen wir uns sputen, sonst wird das hart hart. Sonst müssen wir halt doch nochmal ein neues anrühren. Nein, du musst in 7 Minuten los. Und ein bisschen schwaben. Ja. Meistens der Deck. Und bei den Spritpreisen macht es auch keinen Sinn, dass du nochmal daher fährst. So. Jetzt nehmen wir da noch ein bisschen Harz. Nächste Baustelle. Haus rein. Der Bautenzug ist ja wirklich schon gut fixiert durch das Thema mit dem Zacki, ne? Ja, genau. Das denke ich mal, wird wahrscheinlich auch sogar so halten. Man muss ja da auch dazu sagen, was muss denn der halten? Da wird es eigentlich nur noch dran gezogen und den zieht es ja nicht durch komplette Rumpfwand. Deswegen. Das ist ja ein bisschen krass. Ich glaube, dann hast du ganz andere Probleme. Ja, das glaube ich halt auch. Also. Man hätte es natürlich jetzt auch noch ein. Ist mir gerade eingefallen, man hätte es auch noch ein bisschen eindicken können mit irgendwie Baumwollflocken oder sowas. Dass es nicht so rennt? Ja. Aber da das eh schon anfängt zu ziehen, habe ich so das Gefühl. Ja, 5 Minuten sind schon rum. Ja, lang wird es nur dauern, bis es losgeht. Na, das rennt nirgendwo hin. Ist wunderbar. Oh nein, es läuft das Loch. Ja, es läuft. Ja, ja. Doch ein bisschen viel. Quick Tipp! Jetzt kommt. Achtung! Ja. Ja, man lege den Flieger auf die Seite. Sehr gute Idee. Dann rennt es auch nicht mehr irgendwo hin. Jetzt sehen wir halt nicht mehr so viel, aber wir können auch mal ganz kurz auf die Seite kommen. Und zwar. So sieht das doch gut aus, oder? Ja, und auf der Seite ist auch noch okay, alles. Das passt. Genau, ein entscheidender letzter Schritt, deine Flächen fallen. Das ist nix. War das nicht mal aus Aluminium oder sowas in die Richtung? Ja, das haben sie mittlerweile aber aus Kohle gemacht. Ah. Schon ein bisschen leichter. Genau, hier seht ihr, das ist jetzt aktuell noch hohl. Und hier seht ihr, da habe ich schon noch durchgebohrt. Und da ist mittlerweile ein Holz drin. Man kann dann natürlich im besten Fall einfach einen Rundstab nehmen. Das hatte ich aber nicht, deswegen ist es ein mehrfach verleimtes Holz. So sieht es aus dann. Und der wird jetzt einfach da reingeklebt. Und dann durchbohrt. Weil wenn ihr das so durchbohrt, dann splittert es halt komplett auf. Richtig. Deswegen nicht gut. Los geht's, tschüss. Wir haben das 5 Minuten Harz noch genommen und jetzt wird es hier auch noch eingeklebt. Flupp! Aber gerade so. Hui. Vorne ist alles festgeklebt. 5 Minuten Harz ist hart. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie kriege ich jetzt das Loch da vorne durch den Bolzen, damit es genau in der Position ist, wo es sein soll. Und zwar. Dann nimmt man einfach auch einen 2 mm Federstahldraht, der wurde nachher eh reingehört, spitzt den an und schleift auf die eine Seite ein bisschen eine Fläche ran, damit der... Ja, zeig das mal ganz kurz, wie das von vorne aussieht. Oh, hier ist so eine kleine Fläche. Ja. Und das bohrt echt gut. Ja. Und wenn wir jetzt da reingehen, eine bessere Führung gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Beziehungsweise, stopp, damit der Flügel an der Stelle ist, wo er sein soll, machen wir den hinteren Pin rein. Zack. Jetzt ist der Flügel genau da, wo er hingehört. Und jetzt... Man kann jetzt eigentlich entweder komplett gleich durchbohren oder man macht auch safe und bohrt richtig. Genau, man zieht den jetzt da hinten wieder ab, holt den Flügel raus, schau mal, jetzt kannst du hier drauf und jetzt sieht man halt genau, wo man durchbohren muss. Warte.
Ja. Sieht man's? Mhm. Und jetzt bohren wir da durch. Und dann können wir den Pin reinstecken. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig. Weil dann können wir hier 10 reinstecken. Nachher den reinstecken. Alles ist verriegelt, alles ist gut. Und ich würde sagen, mega. Das war's. Genau. Also gut, wir haben jetzt hier die Schnellverschlüsse fertig gehabt oder fertig gebaut. Vielen Dank an der Stelle für deine Kompetenz. Sehr gerne. Wenn ihr das nachbauen wollt, dann könnt ihr das jetzt machen. Und ich finde es total cool. Oder natürlich, wenn ihr euch entscheidet, so einen Flieger mit Schnellverschlüssen zu kaufen, auch gut. Dann braucht man das nicht mehr machen. Aber ich finde es ganz cool und ich glaube, das kann man echt schnell nachwischen. Ja, also ich denke jetzt im Endeffekt, wenn du es jetzt ohne, wenn wir es ohne Kamera gemacht hätten oder ich wie auf der anderen Seite, ich schätze mal, es dauert so eine halbe bis dreiviertel Stunde, dann habt ihr den kompletten Flieger umgerüstet und ihr spart euch eine mega, mega lange Zeit und vor allem ganz viele Nerven auf dem Flugplatz, wenn ihr einfach kein Werkzeug braucht und einfach eure Pins da reinschieben könnt. Und ja, sicher ist auf jeden Fall. Yes. Ist also, auch alles flugerprobt. Genau. Das kommt dazu. Das kommt noch dazu. Also dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video und wenn ja, gerne einen Daumen hoch. Abonnieren, ne? Auch genau. Dich auf Instagram zum Beispiel. Ja. Und wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, ich will noch reingrätschen, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, Bauvideos oder irgendwas anderes, was wir machen sollen, das war ja auch mehr oder weniger eure Idee, schreibt es in die Kommentare, wir freuen uns über Anregungen und dann kriegt ihr ein neues cooles Video. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich fand es immer cool beim Tim, wenn er das gemacht hat. Das wollte ich schon immer mal machen. Okay.